Passagierrekord. Am Flughafen München sind im vergangenen Jahr mehr als 46 Millionen Menschen angekommen oder losgeflogen, so viele wie noch nie. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Wachstum von 3,8%. Dies hat der Flughafen heute in München mitgeteilt. Da sich die bayerische Staatsregierung vorläufig gegen eine dritte Startbahn entschlossen hat, äußerte sich Flughafenchef Michael Kerklo skeptisch, dass diese Entwicklung sich weiter fortsetzt.